weniger das Problem. Und da schauen wir einfach mal rein. Und sehen den Poppy-Bahn. Okay. Gehe ich noch mit? Verstehe ich. Ein Corki-Bann ist etwas, was man grundsätzlich auch machen könnte, sollte. Kam hier im letzten Spiel allerdings auch nicht so zu tragen. Um ehrlich zu sein. Der Corki-Pick. Und wieder Varus. Allein wenn ein Spieler die anderen dazu zwingt, einen Target-Bann auf dich zu ziehen, dann merkst du schon, dass du ein wertvoller Spieler bist. Wenn du kein One-Trick-Pony bist und das dein einzig guter Champion ist. Und das ist natürlich die Prämisse. Aber ansonsten muss im Prinzip Afrika einen Bann auf Edge verwenden, um Varus zu bannen. Was ja schon mal einiges hilft. Auf der anderen Seite, bei Mickey ist es ähnlich. Da bannt man dann einen Zed gegen ihn, weil er selber sehr, sehr stark ist auf Zed. Auch Twisted Fate könnten wir sogar sehen. Das hängt so ein bisschen von der Combo ab. Nicht immer ist ein Twisted Fate gut. Na, Kindred auf der anderen. Das sind schon ein bisschen andere Bands, als wir vorhin mit Genia und SKT hatten. Um ehrlich zu sein. Na, Kalista. So, und jetzt Nidalee, Corki, Gangplank vielleicht sogar. Es ist einiges offen, was ja auch dazu führt, dass wir eben nicht immer dasselbe sehen. Nidalee ist es. Fiora ist zum Beispiel auch noch durchaus eines Bannes würdig. Lulu ist so ein bisschen aus dem Fokus rausgerückt wieder. So scheint es. Und damit eigentlich auch fast automatisch Zillion. Aber ja, Corki First Pick ist einfach einer der besten Flex First Picks, die du zurzeit machen kannst. Auch weil es dir auf der Midlane nochmal deutlich mehr Freiheiten gibt, in den meisten Fällen. Oder doch lieber der Nautilus. Hat er nicht schlecht gespielt, Hippo, mit Nautilus. Und Nautilus First Pick wäre nicht das erste Mal, dass wir das sehen würden. Würde aber wahrscheinlich bedeuten, dass Afrika sich dann einfach selbst den Corki sichern würde. Soraka. Naja, ist es nicht so, dass man sie nicht spielen kann. Das wurde immer wieder von Adrian bewiesen in der NLCS. Immortals waren damit sehr, sehr erfolgreich. Ist aber nichts, was du first picken würdest, weil du damit im Prinzip schon sehr viel an Teamstrategie verraten würdest. Insofern denke ich, dass hier eher die Platzhalter. Was wahrscheinlich ist, dass wir zum Beispiel einen Gragas sehen, genau. Einen Gragas und einen Alistar, einen Braum, irgendwas, wo du nicht allzu viel verrätst, dann aber trotzdem einen Prioritätspick dir sichern kannst. Oder zum Beispiel Gragas Trundle jetzt in dem Fall wieder. Ähnlich wie es Kongdu vorhin gemacht hat. Damit rückt jetzt Nautilus in der Prioritätenliste deutlich nach unten. Man hat vorhin ja überlegt, ob man Nautilus first pickt, aber sicherlich auch Trundle ein Grund, dass man es nicht gemacht hat. Weil jetzt Nautilus zu picken, würde bedeuten, dass Trundle auf die Top-Lane gehen würde. Und damit hätte man dann ein gutes Matchup für Africa Freaks. Das möchte man ja nicht unbedingt immer so hergeben. Heißt, wir werden trotzdem Nautilus sehen und die Siebe dazu. Alles klar, Kongdu. Alles klar. Man kann ja noch immer so argumentieren, dass Nautilus auch theoretisch Support gehen könnte oder Jungle. Also auch da ein Flex-Pick auf mehreren Lanes ist. Die Frage ist, wie antwortet man da jetzt drauf? Yasuo würde ich feiern. Das ist ein absolut ekliger Champion, dagegen zu spielen. Aber jetzt Yasuo, Kog'Maw halte ich dann doch für ein bisschen gewagt. Also man hätte auf jeden Fall durch Kog'Maw auch einiges an magischen Schaden noch drin. Quinn, weil es vorhin so gut funktioniert hat. Quinn und Kog'Maw einfach mal blind. Alles klar. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich eher einen Support-Pick erwartet und dann eine Carry-Position. Aber jetzt hat man
Ja, man kann immer noch den Midlane-Pick nehmen, Trundle als Support. Also man hat sich jetzt optimale Flexibilität wieder offen gelassen. Du kannst einen Support picken jetzt, du kannst einen Midlaner picken, du kannst theoretisch auch einen Toplaner noch picken auf Seiten von Afrika, je nachdem, wie es dir am besten passt. Kongdu Monsters muss jetzt erstmal mit der Situation umgehen. Einfach mal kackendreist die Quinn auch so gesehen weggepickt auf Seiten von Kongdu, wo man ein ähnliches Team hat wie vorhin. Nur jetzt auch, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, deutlich mehr magischen Schaden als noch im letzten Spiel. Dafür aber kein Trundle. Elise, Alistar, auch das natürlich so ein Stück weit bezeichnend. Und das zu dieser Situation geführt hat. Kongdu Monsters pickt jetzt erst Jungler und Support, weil man sich vorher wirklich unbedingt Nautilus und Sivir picken hat müssen. Und das ist das, was ich auch ankreiden möchte an der Stelle. Man hat so viel über diese Combo verraten. Deswegen war ich auch so überrascht, dass man wirklich Nautilus, Sivir. Ich glaube nicht, dass Sivir so ein unbedingt contesteter Pick ist und Nautilus dann gegen den Trundle zu picken. Da hat man so viel verraten. Supporter Jungle ist normalerweise was, was du zumindest auf der Blue Side in der ersten, in der zweiten Rotation, auf der Red Side sogar häufig in der ersten Rotation picken würdest. Jungler Support einfach, weil du am wenigsten noch über die Strategie verrätst. So hatte Afrika quasi ein offenes Buch und hat jetzt ihrerseits die Möglichkeit, da zu reagieren. Bin gespannt, wie man sich da entscheiden wird jetzt aufgrund der Begebenheiten. Man pickt den Graves Jungle. Aber man hat doch schon den Gragas. Man pickt den Graves. Alles klar. So, damit ist es Gragas Toplane. Trundle Support. Was geht ab, bitte sehr? Ja? Was geht ab? Man hat Triple AD auf Seiten von Afrika, zwei Tanks plus den Tank-Schredderer schlechthin, Trundle. Man hat Kog'Maw, Quinn, Graves und Gragas eben auf der Top-Lane. Also ich hätte ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass man jetzt noch einen Jungle-Pick holt. Zeigt halt, sie hätten wirklich noch jede Lane picken können. Top-Lane, Mid-Lane, AD-Carry, ja, wobei AD-Carry nicht. AD-Carry, da hätte man Kog'Maw gehabt. Also bis auf AD-Carry. Maximale Flexibilität nennt man das. Also sie wollen den Graves Jungle gegen die Elise haben. Was ich verstehen kann, aber ja. Alles klar. Also ich möchte da erst noch ein bisschen drüber nachdenken, aber diese Pick-and-Bun-Phase ist auf jeden Fall besonders. Ihr seid was Besonderes. Besonders verwirrend. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, man hat auf jeden Fall gut disengaged. Late Game dürfte natürlich ganz klar dann für das Kog'Maw-Team sein. Aber gut, wir gehen ins Spiel rein. Kann es sein, dass sie den Zwischengame-Trailer ein bisschen gekürzt haben? Kommt mir zumindest so vor. Soll aber egal sein. Also, wie gesagt, Afrika mit einem besseren Late-Game sicherlich. Triple AD und Kog'Maw Split-Push mit Quinn. Was soll ich mehr sagen? Also, das ist wirklich so der Traum eines jeden Late-Game-Teams. Auf der anderen Seite haben wir Kongdu Monster, die mit Corki in der Mitte ebenfalls natürlich auf zwei AD Carries setzen, allerdings da gut 80% magischen Schaden mit drin haben. Ja, es geht für Afrika auf jeden Fall in den Lane Swap rein. So viel steht fest. Und wir sehen Ixu. Wenn ich jetzt erstmal die Werte hier entziffern könnte. Alles auf Koreanisch. Gragas Toplane. Also das ist natürlich sicherlich die größte Besonderheit hier. So viel ist klar.
Und das, womit sicherlich auch Kongdu am wenigsten gerechnet hat. Vielleicht sogar Africa Freak selber noch. Aber sie werden es trainiert haben. Interessant ist auch jetzt diese Variante. Also man ist diesen Lane Swap hier mitgegangen und jetzt in diesen Invade gegangen, um das Camp zu verhindern. Hat auf diese Weise Nautilus, man ist natürlich sehr, sehr spät gegangen. Musste dann auf diese Weise quasi verhindern. Und hat jetzt so gesehen die 2 gegen 2 Lanes auf der Top Lane. Gragas ist natürlich ein absolut starker Champion momentan. Ich bin auch gespannt. Quinn gegen Corki ist natürlich das Duell zweier AD Carries auf der Midlane. Zeigt natürlich auch, warum es quasi auch so eine starke AD Carry Meta ist. Man hat einfach seit diesem Preseason-Patch, seit dem AD Carry Rework, einfach auf allen Lanes plötzlich AD Carries. Ein Corki in der Mitte, vorher nicht so viable, wie es das jetzt ist, mit diesem magischen Schadenanteil. Einen Graves im Jungle hätte man vorher wahrscheinlich auch nicht gesehen. Jetzt natürlich sehr, sehr gut möglich mit diesem Knockback, den er hat, diesem Flächenschaden. In Schrot geschossen, das macht schon einiges aus. Hat dadurch natürlich auch einen super schnellen Jungle Clear. Allein vom Schaden her, wenn dann erstmal einmal Base gegangen ist und dann Item hat ausbauen können. Ja, sehr früh auch die Valkyrie einfach mal von Edge gesetzt. Hat natürlich einen langen, langen Cooldown. 20 Sekunden lang wird er da jetzt erstmal nicht nochmal weg Valkyren können. Interessanterweise auch eher mit dem Erschöpfen gegen das Entzünden von Mickey. Also damit den defensiveren Part. Was aber als Corki natürlich okay ist. Denn letzten Endes bist du da auch mehr auf Poke ausgelegt. Bin es da so mobil, dass du da nicht unbedingt drauf hoffen darfst, dass du wirklich so Q, R, ständig die Auto-Tags, am besten nochmal in dem E rein, ihn runterbürsten kannst. Gibt es einen Grund, dass man jetzt die 2 gegen 2 Lane auf der Top spielt? Oder dass man sonst auf der Bot spielt. Also der Drache ist schon der Hauptgrund eigentlich, dass man es macht. Ansonsten könnte man es auch andersrum spielen. Wir sehen es ja jetzt im Prinzip auch andersrum. Aber wie gesagt, der Drache ist einfach der Hauptgrund, dass die Botlane auch wirklich eine Botlane ist. Ah, ansonsten, ich meine, andersrum funktioniert es eben auch. Dadurch, dass man jetzt den Herald hat, wollte Riot ja auch eine Möglichkeit schaffen, weswegen du ja häufiger solche Lanes spielen kannst, beziehungsweise grundsätzlich der Drache nicht mehr das einzige frühe Objekt auf der Karte ist, was man sich sichern kann. Wobei man sagen muss, der Drache ist durchaus immer noch wichtiger als der Herald, wenn er natürlich kein Gold mehr gibt. Ja, und der Grund, warum man dann eher so einen Magier in der Midlane hat, weil natürlich jetzt auch nochmal gefragt wird. Natürlich kann man auch jetzt erstmal hier zumindest der Gank, allerdings sofort Exhaust auf Lyra gesetzt, das Erschöpfen. Und damit das Ganze unterbunden. Ist letzten Endes, die Midlane ist kürzer als die anderen Lanes. So, und eine 2 gegen 2 Lane in der Mitte zu haben, wäre so ein bisschen eine Verschwendung, weil du eigentlich mit einer 2 gegen 2 Lane natürlich sicherer bist. Als mit einer 1 gegen 1 Lane, liegt einfach daran, dass eine Überzahl, also ein 2 gegen 1, hast du 50% Champion mehr. Wenn du aber ein 3 gegen 2 hast, ja, nee, anders, hast du 100% Champion mehr und im 3 gegen 2 hast du nur 50% Champion mehr. In solcher Situation ist es einfach ein Faktor mehr, mehr Summoners und Supporter mehr und oh Gott, hier Crush abgeräumt, First Blood. Für den Gragas, der im Übrigen kein Jungler ist, nochmal für die Leute, die gerade zugeschaltet haben, sondern tatsächlich XU auf der Toplane. Beide Flash gezogen und dann wirklich mit dem Fass und der Ulti sehr schön auch gewartet. Crush abgeräumt
Und oh Gott, Sun Yun! Sun Yun, flash her! Guga dann zwar mit dem Kill, aber das ist okay. Versucht hier noch mit seiner Passive möglichst viel Schaden zu machen. Lira wieder zur Stelle, sofort der Teleport. Und man will hier nochmal rein, dann ist Sippo da, Tiefenladung auf Lira, man dreht das Ganze noch. Oh Gott, der fehlt ein Auto-Tag, da ist er. Wird nochmal knapp, hat nochmal das Flash bekommen von Lira und Snowflower. Rangeankert und Hippo, der kommt weg. Ganz, ganz stark, vor allem dieser Teleporter von Hippo. Und damit früher Vorteil hier für Kongdu an der Stelle. Also gerade, dass man da das hat, nochmal so stark drehen können. Kill auch für Soul. Ein Kog'Maw früh zu unterbrechen ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass der nicht in diesen Trott, in diesen Farm reinkommt, früh gefeedet wird. Ein Kog'Maw im Late-Game ist einfach absolut hässlich. Das Early-Game ist wieder ein bisschen genervt worden. Vor allem, dass man das Angriffstempo von B runtergenommen hat, sehr, sehr wichtig gewesen. Ansonsten war der noch ein bisschen zu heftig. Aber ja, wie gesagt, also was die Lanes angeht, eine 2 gegen 2 Lane auf der Midlane, also da packst du eine sichere Lane auf eine ohnehin schon kürzere und sichere Lane, was halt ein bisschen Verschwendung wäre. Hättest dann die Sidelanes im 1 gegen 1 und den Magier hast du natürlich meistens dann auf der Midlane, weil, ne, wenn man guckt, Midlane-Champions, die können dann gerne mal roamen bei den Objekten etc. mit dabei sein mit ihren Schaden und ja, entweder hast du einen mobilen Champion, der roamen gehen kann, oder du hast einen immobilen Champion, der von der kurzen Lane profitiert. Und das ist einfach der Grund. Dass sich das so eingebürgert hat. Natürlich gibt es immer mal wieder Abweichungen, wie wir eben jetzt sehen, aber was eben Lane-Swap technisch bedingt ist, dass man entweder den Matchup aus dem Weg gehen möchte, früh die Türme, also es hat unterschiedlichste Gründe, man auf den Lane-Swap des Gegners reagiert. Hier sehen wir das Ganze jetzt so ein bisschen nachgezogen, kann man quasi sagen, nachgeregelt. Ein bisschen später dann, dass jeweils die Cross-Map-Action passiert und man sich die Türme holt. Nachdem man erst 2 gegen 2 Lanes gespielt hätte, hat man jetzt auf Seiten von Kongo Monsters diesen Turm bekommen und jetzt eben auch den Drachen. Deswegen auch die Überzahlsituation auf der Botlane. Sichern sich diesen, während Afrika immer noch diesen Top-Lane-Turm pusht. Da wird Hippo nicht rechtzeitig da sein, hat kein Teleport. Den Turm sollten sie, aber ja, sollten sie bekommen, da ist er down. 25% jetzt Winrate und bei Afrika auf 18,2% runter. Vorhin waren wir bei 20-20, lag einfach daran, ja, jetzt, dass die Zahlen sofort wieder aktualisiert worden sind. Oh, schön weggeschleudert, Zivi Ultimate will trotzdem noch hinterher, aber das Mickey zur Stelle. Also gibt es hier keinen Hinterherchasen. In der Zwischenzeit Afrika dabei, den guten Holger zu bearbeiten. Na, Edge sein Päckchen abgeholt, Passive ist da. Würde natürlich jetzt gerne in den Trade reingehen, aber das zeichnet sich hier erstmal nicht ab. Was man gerne mal macht, einfach mal Valkyrie ins Camp rein, um sie zumindest nicht den Schaden nicht komplett zu verlieren. Weil erstmal wartet man so lange. Könnte ja doch sein, dass irgendwie ein Invade kommt, ein Gang kommt. Irgendwas, dass man das Ganze sinnvoll nutzen kann. Und ansonsten einfach vielleicht auch zum Distanz überbrücken, was man jetzt gerade gesehen hat. Deswegen ist er da auch so tief im Jungle. Und noch zügig unterwegs. Aber jetzt! Jetzt wieder Valkyrie drüber. Mickey allerdings, Guga trifft seinen Slow nicht auf Mickey. Ganz, ganz wichtig. Trotzdem Flash raus. Erschöpfen auf ihn drauf. Snowflower. Und von oben ist Lira mit dabei. Hippo kommt dazu. Ankert sich Snowflower ran. Jetzt muss Crush noch mit dazu kommen. Und Soul von der Botlane. Hippo viel schon eingesteckt. Schöner Pillar. Und jetzt ist natürlich auch Kog'Maw da. Und der Schredder-Tanks. Auch jetzt schon. Hat, glaube ich, die Wutklinge schon fertiggestellt. Damit Afrika das Ganze gedreht. Kongdu ein bisschen zu offensiv da sehr lange hinterher gechased. Und haben ihn nicht respektiert, dass du natürlich mit Quinn, Kog'Maw dann noch ganz, ganz schnell da bist. Vor allem mit der Quinn, wie gesagt, die dann einfach von der Toplane rüber geflattert kommt und sofort wieder zur Stelle ist. Ja, da ist Ginsos Wutklinge auf Sun Yun eben schon fertiggestellt. Nächstes Item wird wohl Runans sein. Runans Wirbelsturm heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Ah, Hippo hat momentan auf der Toplane den Farm ganz für sich alleine, hat auch nötig. Liegt im Farm hier hinter Xu, der hier schon auch noch einen Kill vorweisen kann. Aber das Duell der beiden Tank-Toplaner, da ist sowieso nicht so viel Kill-Pressure. Also passiert ohnehin nicht sehr, sehr viel. Nautilus ist auch ein starker Champion ohne Items. Wobei natürlich gerade mit Items eher dann noch besser funktioniert. Aber da, über welchen Champion kann man das nicht sagen? Also selbst ein Alistar, wenn der Items bekommt, wird er noch tankiger. Auch der funktioniert super ohne Items. Was eigentlich wesentlich mehr Sorgen machen sollte auf Seiten von Kongdu, ist die Tatsache, dass Kog'Maw im Farm und mit dem Kill deutlich mehr Gold nochmal hat als Soul. Das heißt, sein erstes Item ist schon fertig. Und grundsätzlich Kog'Maw das ganz, ganz große Problem sein dürfte. Vor allem, wenn man nicht an ihn rankommt. Dafür kann Gragas sehr, sehr gut sorgen mit seinem Fass. Dafür kann Trundle sehr, sehr gut sorgen, dass du diesen Kog'Maw im Prinzip unbedrängt hast. Und dazu kommt, ja, was ist auch noch eine Möglichkeit, um einen Hyper-Carry durchzubringen? Nicht nur Lulu, nicht nur eine Protect the Kog'Maw-Comp, sondern du hast einfach noch zwei andere Champions, die sehr viel Aufmerksamkeit bedürfen, nämlich Quinn und Graves. Dass du halt nicht nur auf den Kog'Maw gehen kannst. Bei einer Protect the Kog'Maw-Kombo, wenn du wirklich, ja, nehmen wir mal an, du hast, gut, Trundle könnten wir halt so lassen. Ja, Top-Lane hast du auch einen Tank, haben sie auch. Hast im Jungle vielleicht, oder hast im Jungle vielleicht den Gragas auf der Top-Lane. Vielleicht den Maokai, in der Mid-Lane den Lulu. So, und bist einfach nur da, um den Kog'Maw zu beschützen, dann gehst du nur auf den Kog'Maw. So, wenn sie jetzt den Kog'Maw bekommen, ist immer noch eine Quinda, ist immer noch eine Graves, die Schaden machen kann. Oder umgekehrt. Vor allem, wenn dann alle auseinanderstehen. Gerade auch das macht zum Beispiel so eine Full-House-Comp so stark. Ja, drei Carries, drei AD-Carries, zwei Tanks. Und der Gegner weiß nicht, worauf er sich einlässt. Bedeutet natürlich aber auch, dass man das Gold gut auf diese Carries verteilt haben muss. Beziehungsweise grundsätzlich bei den Carries auch Gold abgeben muss. Und beide damit klarkommen, oder das komplette Team damit klarkommen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel die Comps vergleicht, man hat... Man nennt es Triple Threat Combo bei Afrika, also drei Carries. Bei Kongdu sind es eben nur zwei, also nur zwei Spieler, die besonders viel Gold anfordern. Und das Gold auf der Karte ist nun einmal ein Stück weit begrenzt, solange der Gegner nicht komplett irgendwie reinfeedet und dir alles gratis gibt. Aber dann ist es sowieso schon vorbei, dann wollen wir gar nicht über Kombos reden, dann liegen die Probleme ohnehin woanders. Ansonsten passiert natürlich jetzt erstmal nicht so viel, was aber gut ist für Afrika. Ja? Denn sie haben das bessere Late Game. Sie haben eine Quinn, die Split pushen wird. Sie haben einen Kog'Maw, der vom Farm und vom Feed profitiert. Also Kongdu ist eigentlich das Team, was hier unter Druck steht und etwas unternehmen müsste. Es sind aber auch nur 1000 Gold. Das Spiel gerade mal 15 Minuten, Junge. Also so viel ist da jetzt auch noch nicht verloren. Weder Hopfen nochmals. Haben auch den ersten Drachen, also das immerhin für sich. Sollten natürlich schauen, dass sie in irgendeiner Weise Druck auf die Türme ausüben können. Aber das wird eben schwierig, weil die Quinn eben immer wieder pushen wird. Und ansonsten sind sie da etwas unterlegen. Versucht man die Quinn auszurotieren. Das ist alles andere als einfach. Mitte, vor allem, wenn man auch so viele Champions hat, die einen guten Wave-Clear haben. Also Sivir, Corki haben einen guten Wave-Clear, Vasallen, zack, weg. Ja, auf der anderen Seite Kog'Maw, vor allem, wenn er gleich noch seinen Runans hat, er aktiviert einmal seinen W und hat direkt alle Vasallen geklärt. Also daran sollte es nicht mangeln. Auch ein Gragas hat einen guten Wave-Clear, Nautilus baut halt darauf hin, dass er das noch bekommt. Wenn er ein bisschen mehr Fähigkeitsstärke hätte, dann wäre natürlich sein E ist es, glaube ich, diese Fontäne, noch sehr, sehr gut darin. Aber
Aber nun gut, zweiter Drache für Kongdu, den will man sich jetzt sichern. Da kommt aber ein Teleport von unten, Mickey. Damit will man die Überzahlsituation. Und sie haben ja auch wirklich drei Spieler quasi gefangen. Hippo ebenfalls mit dem Teleport rein. Und von oben kommt Edge. Man geht jetzt nicht auf die Quinn, man sollte immer auf den flankierenden Spieler gehen. Das passiert dann jetzt. Und Mickey, den kriegt man. Guga flasht aber weg, Edge nicht beim Team. Der hat hier noch keinen Schaden gemacht. Edge jetzt flattert da immer noch rüber und bis dahin räumt Afrika auf. Hippo hat aber die Schilde hochgefahren. Kokoon trifft nicht momentan. Midlaner gegen Supporter getauscht. Und jetzt aufgepasst. Xu geht nochmal rein, wird erschöpft. Hippo immer noch low. Aber Soul hinten. Soul und Edge, die müssen aufpassen. Sie haben nicht mehr viele Lebenspunkte. Guga, Hippo inzwischen beide verloren. Damit jetzt die Untersituation. Alle Teams hier oder alle Spieler der Teams extrem low. Afrika kommt aus diesem Kampf besser raus. 2-1 haben sie abgetauscht. Und dabei wäre für beide Teams mehr drin gewesen. Wir schauen das nochmal an. Hier hätte er Soul bekommen, ist aber nicht. Sie machen es richtig, dass sie direkt auf Mickey gehen, müssen es tun. So, und jetzt versucht man natürlich in Disengage zu gehen. Edge ist nicht beim Team. Hat halt einen super weiten Weg, hatte vorhin von der oberen Seite aus versucht hinzuzustoßen. Also jetzt ist er dabei und der macht, kann im ganzen Kampf nichts machen. Er hat ein bisschen Schaden auf Gragas gemacht, aber der ist ultra tanky und jetzt steht er sehr offensiv, ermöglicht den Re-Engage. Der geht allerdings auch auf Hippo, der abgeräumt werden kann. Das ist dann auch der zweite Kill, den man zu beklagen hat und damit ist der Kampf auch schon wieder vorbei. Also wenn die Koreaner eins können, dann ist es Disengage. Dann ist es rechtzeitig aus den Teamfights rauszugehen, wenn es zu krass eskaliert. Selten sieht man Koreaner, wie sie sehr, sehr gierig jemanden hinterher chasen. Aber nichtsdestotrotz, Kog'Maw hat seinen zweiten Kill bekommen, profitiert natürlich immens davon. Und es ist nach wie vor das leidige Thema Late Game für Kongdu jetzt auf ihrer Seite. Also da sehe ich keine Schnitte, wenn Afrika das so weiterspielen kann. Na, Corki bisher 0-0-0. Also wirklich viel Einfluss hatte Edge in diesem Spiel nicht. Zur Erinnerung, letztes Spiel ist er MVP geworden. Mit einer Quinn. Jetzt spielt er gegen eine Quinn. Na, zumindest mehr Farm hat er. Aber das bedeutet halt nicht wirklich viel. Ja, der Clean Feed hat hier natürlich immer wieder kleine Aussetzer, was den Sound zumindest angeht. So, jetzt Mickey wartet natürlich darauf, dass Soul jetzt den Fehler macht und zu weit rausgeht, aber das gefallen sollte und wird er ihm eigentlich... Doch, der geht raus. CV Ultimate hat er immerhin bekommen. Das heißt, damit fehlt jetzt so ein bisschen die Teamfight-Engage-Möglichkeit, was sich aber erstmal so hat sowieso nicht unbedingt abgezeichnet jetzt in nächster Zeit. Nichtsdestotrotz, jetzt kann man natürlich Druck ausüben. Nochmal kann sich das so eine CV nicht ganz erlauben. Auch schön, wie Mickey da gewartet hat wirklich. Wusste, okay, Sol wird wahrscheinlich irgendwie den Schritt in irgendeine Richtung rausbewegen. Entweder Richtung Busch oder oben Richtung Tri-Busch und dann kann man den Engage auf ihn suchen. Führt eben dazu, dass Soul so eingeschüchtert ist, dass er so weit weggehen muss, dass man im Turm rankommt. Lyra zu Hilfe. Alleine gegen zwei kann er sowieso nichts machen. Snowflower sichert noch mal ab. Und damit ist der Turm Geschichte. Oder auch nicht. 49 Leben hat er noch. Also ein Auto-Tech und weg. Ja, wäre auch ein Witz gewesen, hätten sie sich den nicht geholt. Aber auf der anderen Seite, Hippo macht Druck auf der Top-Lane. Der hat allerdings noch sehr viel Leben und Xu ist ebenfalls da, sodass man hier nicht in der Lage ist, diesen Turm dann im Austausch zu bekommen. Das ist natürlich die Wahl, die man dann hat. Entweder man verteidigt oder man macht Cross-Map-Action. Letzteres wäre besser gewesen, aber auch das kannst du nicht immer so aus dem Nichts heraufbeschwören. Auch das verlangt natürlich Zeit. Afrika, solange sie den Goldvorteil behalten können, ist wie gesagt alles gut. Gucken wir jetzt mit seinem zweiten Item.
Bin gespannt, was dritte wird. Man könnte natürlich überlegen, eine Quecksilberschärpe oder so, aber man muss bedenken, die Tiefenladung von Nautilus kannst du nicht mit der Quecksilberschärpe entfernen. Was bleibt also? Der Kokon von Elise wäre eine Variante, der Slow von Brown und der Stun. Also durchaus vertretbar, zum Beispiel auf eine Quecksilberschärpe zu gehen, diese dann auch direkt auszubauen, um noch ein bisschen Lebensraub hinzuzubekommen als Kogma. Ich denke grundsätzlich so ein Lifestyle, wie auch gerne sage, Lifestyle-Item als nächstes, wäre nicht das Schlechteste, was man jetzt auf Kogma bauen könnte. Hat sich auch die Schuhe der Mobilität gegönnt, um einfach noch wendiger zu sein, weniger verlangsamt zu werden. Wie gesagt, da haben sie ja eben auch den Brown beispielsweise mit drin. So, es geht jetzt gegen den Baron. Einfach mal aus dem Nichts der Baron Call. Afrika, wie vorhin auch, hat ihn das Spiel gekostet. Diesmal wahrscheinlich so gewinnen, denn schauen wir mal, wo Kongdu auf der Karte ist. Die sind überall und nirgendwo. Die sind nicht beim Baron, nicht gewordet. Gar nichts, den gibt es komplett gratis. Sie bekommen nichts dafür. Sie gehen hin, Baron ist genommen. Aus dem heiteren Himmel dürften vielleicht genauso überrascht gewesen sein wie wir, dass jetzt der Baron genommen worden ist. Und das muss man sagen, ist ein massiver Fehler, dass der Baron in dieser Phase einfach so genommen werden kann, das darf einfach nicht sein. Sie haben da oben die Krabbe und das hätte eigentlich Indikator genug sein müssen, aber sie schaffen es halt nicht, den Baron zu verhindern. Und von daher einfach Afrika jetzt mit dem Baron in der 23. Minute komplett unbedrängt in der Lage, jetzt gegebenenfalls wirklich komplett den Sack zuzumachen in diesem Spiel. Und man sieht's, Klinge des gestürzten Königs, Witz von Sun Yun. Also hier noch eine Möglichkeit, die beiden oder die Tanks, die Kongdu hat, ich will gar nicht sagen beide, denn auch Elise baut natürlich auch Tanki, komplett aus dem Leben zu schreiten. Also wie gesagt, eben ein Lebensraub-Item. So, und jetzt Sivir Ultimate, trotzdem ist Mickey dran, flasht und kriecht ihn raus. Bitter natürlich, Soul hat alles gezogen, alle Register. Flash, Heal, Ultimate, reicht trotzdem nicht. Quinn ist da einfach schon zu stark. Vor allem mit Entzünden und ihrem Flash kommt sie dann der Sivir natürlich auch super hinterher. Du kannst der Quinn, wenn sie einmal an dir dran ist, dann nicht entkommen. Ja, es sei denn, da stehen 5 Türme auf dem Weg und das komplette Team wartet. Ja, dann vielleicht. So, und jetzt Afrika. Nächster Turm. Also das sollten sie jetzt nicht aus der Hand geben und runterspielen. Sie hatten auch schon im letzten Spiel das Early Game auf ihrer Seite. Dann hat der Baron Corlin das Spiel verloren. Jetzt hat er es, wie gesagt, vielleicht gewonnen. Und ähnlich hätten wir es vielleicht sogar auch im ersten Spiel so sehen können. Da war Kongdu Monsters allerdings noch auf Zack. Ja, da waren sie pfiffig. Da haben sie das noch gesehen und mitbekommen. Hier jetzt, also dafür habe ich dann ehrlich gesagt, Johnny sagte immer, ich sehe alles optimistisch und positiv, aber dafür habe ich kein Verständnis. Vor allem nicht in Korea, aber Kongdu Monster eben, ihr sind auf dem 9. Platz. Alter, guck mal. Einfach W gedrückt und durchrasiert. Rache tot. Das Snowflow hat da mit dem Baseballschläger nur mal kurz drüber gestreichelt, aber das ist alles Kogmas Verdienst hier. Hat nicht mal großes Leben verloren. Gut, natürlich hat der Trundle danach nochmal getankt, aber auch die 8% Lebensraub haben selbstverständlich ihr Übriges gegeben. Ja, das ist jetzt die Sache. Afrika mit ihrer Triple AD Comp. 3 Ziele, die du eigentlich schnellstmöglich raus haben möchtest. Einer davon geht ständig splitpushen. Und einer davon ist halt Kogma. Also das, man muss es auch so ein Stück weit zurückzuführen. Von Kongdu Monsters war es auch einfach schlecht. Das habe ich vorhin schon in der Pick- und Run-Phase moniert. Als zweite Rotation Sivir und Nautilus zu nehmen, um dann in der letzten Rotation Jungler und Supporter zu picken. Also ich meine, offener kannst du dein Buch nicht aufschlagen. Das funktioniert, wenn du OP-Picks bekommst, wenn der Gegner blöd gepickt hat, okay. Aber jetzt wirklich bei Sivir von einem OP-Pick zu reden, also das ist dann schon sehr weit hergeholt. Da muss man wahrscheinlich in die Vergangenheit reisen zu einem Zeitpunkt, wo Sivir das Nonplusultra war. So, jetzt mit der Sivir-Ulti. Sucht man den Kampf. Oben ist Mickey im Duell mit Hippo, den der abgefangen hat. Tiefenladung auf ihn drauf. Hat hier kein Flash und sowas, um zu entkommen. Wird einfach auch im Stich gelassen vom Team. Vollkommen zurecht.
Da jetzt den Kampf zu suchen, wäre auch ein Fehler gewesen. Man war nicht drauf eingestellt. Mickey, ja, er selber kommt natürlich auch nicht, wenn er nicht in die Ulti gehen kann, wohlgemerkt. Vor allem dann nicht gegen Nautilus. Es gilt jetzt einfach noch, diesen Turm hier zu verteidigen, um dem Gegner da nicht noch weiteren Vorteil zu geben. Sie selber sind 7000 Gold vorne. Ja, wenn du einen Kampf nehmen möchtest, dann bitte zu den eigenen gewählten Konditionen. Damit ist natürlich auch Positioning ein ganz wichtiger Faktor. Welche Ultimates sind zur Verfügung? In dem Fall muss man allerdings sagen, alle. Aber es ist nach wie vor einfach dieser Punkt. Man muss einfach auf den flankierenden Champion gehen. Klinges gestützt und König ist auch fertig. Ich denke, wie gesagt, als nächstes wird jetzt einfach nochmal Quecksilber-Shep bekommen, damit er zwei Lebensraub-Items, auch drei auf einem Kopf war, wäre ja nichts Ungewöhnliches. Interessanterweise muss man sagen, wenn man schaut, welche AD-Carries in der Meta sind, man hat Kog'Maw und Kalista, dann sind das zwei AD-Carries, die auch ohne Klinge der Endlichkeit gespielt werden können. Dafür eben mit Attack-Speed und Lebensraub. Wie gesagt, in dem Fall denke ich auch hier die richtige Entscheidung. Kann natürlich dann immer noch schauen, also das ist dann, ja, wie er es machen möchte. Klingende Endlichkeit ist natürlich immer noch ein gutes Item, kann Blutdürster bauen. Letzten Atemzug vielleicht nicht unbedingt, beziehungsweise auch nicht Lord Dominix. Macht auch einen guten Teil magischen Schaden, weswegen das so ein bisschen Verschwendung wäre, zumal Kog'Maw sowieso schon genug prozentualen Schaden macht und Tanks schreddert wie nichts. Das Ganze ja auch mit Klinge des gestützten Königs auch gut verstärkt. Also der braucht diese Durchdringung dann nicht. Auch im Chat schon teilweise eifrig diskutiert wird. So, jetzt hat hier irgendjemand gerade den Regler gedreht. Das wirkt ein bisschen anders von den Farben, ein bisschen dunkler. Ja, vielleicht soll das nochmal die Stimmung auf, ich wollte sagen, aufhellen. Verdüstern. Ja, verdüstern. Dim, 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 dim. Jetzt noch vielleicht die weiße Hai-Musik. Afrika macht's genau richtig. Also sie wissen, sie müssen kein Risiko eingehen. Sie haben das bessere Late. Gehen langsamer an die Sache ran. In 20 Sekunden ist der Baron wieder da. Um den kann man dann zweifelsfall auch noch spielen. So länger die Uhr oder so später es auf der Uhr ist, so umso besser für sie. Und im anderen Fall lässt man dann Kongo Monster so ein bisschen von der eigenen Medizin schlucken und schickt die Quinn im Split Push und macht vielleicht sogar den Backdoor. Wenn du Burst hast, ist Kog'Maw im Late Game schlecht. Dem würde ich widersprechen. Ich würde sagen, Kog'Maw ist immer im Late Game gut. Mit der Argumentation ist jeder AD Carry im Late Game schlecht, weil mit Burst kannst du alles töten und die wenigsten AD Carries sind wirklich tanky. Ja, hier ist eine Ausnahme, nennt sich Graves, aber deswegen spielst du auch im Jungle und nicht mehr als AD Carry. So, Baron ist da. Afrika wird jetzt nochmal zurückgehen, um diesen Goldvorteil auch wirklich in Items umzumünzen. Schöne Formulierung. Tatsächlich wird es nicht die Quecksilberschärpe. Also man kann wirklich argumentieren, Tiefenladung kannst du sowieso nicht entfernen. Man könnte natürlich den Slow von Nautilus, von Braum, den Kokon, aber er entscheidet sich dann für den Hextrinker für Mamorzus. Ja, gerade im Duell natürlich Corki mit gutem magischen Schaden. So, hier allerdings der Knock-Up. Snowflower alleine erwischt. Der flasht über die Wand. Und kommt vielleicht sogar noch weg. Edge ist hinterher. Der Proc Nummer X-Trinker ist natürlich da nicht ganz so tanky als Supporter, wie ein anderer Trundle das wäre. Aber er kommt weg und das ist das Entscheidende. Und das kurz vor dem Baron Fight. Währenddessen hat man hier nach wie vor Mickey im Split Push im Duell da mit Hippo. Man fängt sogar den Baron an. Warum schließt sich mir nicht ganz? Olira gegen Solm! Und Mickey währenddessen im Übrigen gerade noch gegen Hippo
Das ist 1 gegen 1. Ich will nicht sagen gewonnen, weil er am Turm an den Vasallen gestorben ist. Er hat auf jeden Fall den Kill geholt. Dann selber zu sterben ist natürlich bitter. Hätte er das überlebt, wäre es umso besser gewesen. Lyra auch den Kill da nicht geholt gehabt. Und das sehen wir sie beide tot. Das sehen wir hoffentlich nochmal im Replay. Da sind wir erst sehr, sehr spät rüber. Aber es hat sich natürlich auch der Kill angebahnt, dass Graves hier hätte abräumen können. Ist hier nicht passiert. Ohne Mickey allerdings braucht man nicht unbedingt um den Baron herumtanzen. Wie gesagt, kein Risiko auf Seiten von Afrika. Gefällt mir an sich halt gut. Hier sehen wir es. Kongo Monster sind sie, die das Risiko eingehen müssen. Also hier dived hier tief und der Turm hält natürlich einiges aus. Flash sogar Tiefenladung und jetzt. Sehr lange steht er durch im Turm drin und wird vom Turm abgerippt. Das ist halt das Problem. Gerade Nautilus mit seiner passiven und mit der Tiefenladung kann ich da sehr, sehr lange an Ort und Stelle festhalten. Und der Turm macht natürlich, je länger du drin stehst, immer mehr Schaden. Aber jetzt geht's hier am mittleren Turm immer noch im Kampf. Wunderschönes Fass. Braum Ultimate wirft sie hoch. Reicht trotzdem für einen Double Kill für Lyra. Jetzt geht's hinterher. Sang-Yoon, Kog'Maw ist nicht der mobilste. Der Pillar soll helfen. Edge kommt mit der Valkyrie aber weg. Und jetzt geht Mickey wieder auf die Botlane in den Spitbush. Man hat die Überzahlsituation und eigentlich auch beste Bedingungen. Warum jetzt nicht den Baron nehmen? Wer soll tanken jetzt? Ja, Elise alleine, das wird nicht klappen. Der Baron, der geht hier zweifelsohne an Afrika und das sollte es jetzt gewesen sein. Ja, wir sehen, Mickey, der baut natürlich den letzten Atemzug. Wie gesagt, bei Corki und Kog'Maw sind diese Items Quatsch. Ja, 10.000 Gold ist Afrika im Übrigen vorne. Aber, ja, nicht ganz 10.000. Und das Baron Powerplay beginnt ja gerade erst. Ja, jetzt also der nächste Turm, der ist nicht zu verteidigen. Ich wüsste nicht wie. Und Mickey immer noch im Kampf gegen Hippo unten. Den Hippo auf Dauer natürlich nicht gewinnen kann. Wenn immer nur ein bisschen Schaden am Turm passiert und ein bisschen Schaden am Turm ist gut. Hinten hast du den Kog'Maw. Der drückt einmal die W-Taste tief durch und der Turm ist weggespeichelt. Muss man überlegen. Wenn dein Speichel so ätzend ist, dass du Türme kaputt bekommst. Aus Stein gemeißelt sind sie. Dann solltest du dir vielleicht Gedanken über deine Ernährung machen. So, jetzt Lyra allerdings da mittendrin. Man sucht den Kampf. Mickey in die Flanke rein. Und Sang-Yoon steht da unbedrängt, hat die Tiefenladung zwar auf sich, aber der ballert durch. Vorher mit dem Hurricane. Alle Ziele kann er hier wegspeicheln. Edge gegen Snowflauch. Hier keine Chance. Double Kill. Es wird nur noch aufgeräumt. Repel nochmal ein bisschen Zeit schinden. Wer steht im Turm? Wer muss raus? Egal. Crush. Du bist tot. Double Kill auch für Mickey. Und das war das Ace. Und das war das Spiel. Die Vasallenwelle ist da. Und jetzt geht's wieder. Ne, W-Taste durchdrücken, Türme wegspeicheln. Oh, das ist der Sieg und der Ausgleich für Afrika. Und das vollkommen zu Recht. Das Spiel hatten sie komplett in der Tasche. War hier